Ein wunderschön. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von ATS. Endlich mal wieder eine richtige Mission. Keine freie Fahrt. Auch wenn ich gerade gar nicht weiß, wie lange wir wirklich fahren. Wir kriegen gerade bald 40.000. Deprimierend. No, 800 Meilen geht ja. Da ist ja locker machbar. Das hier wollte ich. Okay, here we go. Ich hab Vorfahrten. Ja. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, da vorne können wir gleich mal tanken. Mittlerweile mehr als halb leer. Das muss nicht sein. War da geradeaus weiter oder am besten erstmal? Ich glaube mal geradeaus weiter. Finding a new route.
turn left. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. $1,000. Holy shit, ey. So teuer alles. Oh, 777, Alter, die Zahl des Teufels gerade vor. Krass, Alter. Ach nee, war ja 666. 777, weil du Glück hast. Ganz viel. Ha. Volles Stahlwerk hier. Oder? Ne. Sah erst so aus.
Ach, wir wollen schnell nicht aus den Puschen kommen. Ich rolle ihm gerade fast hinten rein. Was denn darstellen? Witzig, dass wenn du die Motor abschaltest, der LKW direkt auf 0 km runterbremst. Hier darstellen? Ist das nur so eine Fassade, weil das irgendwie so eine optische Spielerei sein soll? Also jetzt auch im echten? Weil ich meine, das sieht ja nicht mal aus wie echte Häuser von der Front, weil alles so flach aussieht. Der fehlt halt überall die Tiefen. Und hier ist auch noch so ein Wohnwagen direkt dahinter. Also es sind alles keine echten Gebäude. Also, es sieht halt nicht mal so aus, als es echte Gebäude sein sollen. Und hier zum Beispiel hast du ein Fenster und so und eine Tür. Aber ich sag dir, da ist nichts. Sonst würdest du spätestens, wenn du von hier kommst, dort ein Haus sehen. Aber da ist halt nichts. So, da ist. Also entweder haben die irgendwas vergessen zu modellieren. Aber wie ist von hier? Siehst du, dass hinten halt nichts ist. Und wenn du hier so ankommst, siehst du sogar, dass es da transparent ist an manchen Stellen. Kannst du hier durch die Texturen durchgucken. Sehr suspekt das Ganze. Also entweder sind sie hier nicht fertig geworden mit dem Modellieren der Gegend. Oder das soll so sein. Ich meine, das hier ist das einzige richtige Gebäude. Ja, aber dass sie nicht fertig geworden sind, kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil hinten steht ein Wohnwagen. So, also. Das sieht fast so aus, als wenn es so sein soll. Als wenn es einfach nur so eine. So eine Sache, wie man beim Theater hat. So eine Requisiten sein sollen quasi. Gibt's das hier auch im Echten so? Würde mich mal hart interessieren. Lol. Sehr interessant. Auf jeden Fall sehr interessant. Ein bisschen seltsam vielleicht, ja? Oh nö, ich hab wieder Regen.
Angetriebe drauf. Na, 17 Tonnen. Das ist eigentlich nicht so viel. Aber mein LKW bricht schon ganz schön zusammen. Ganz schön. 35 km/h. MPH. Das Auto ist schon heftig. Heftigst am Arsch. Fahr doch, der ist grün. Straight on.
Ein Bohnnebel, ey. Heieiei. Da will man sich mal nur mal kurz den Arm kratzen und schon bumm, ab geht die Leitplanke. Warum so langsam, Leute? Wir dürfen hier 35. Weil wenn du so guckst und dann so alles weiß. Ah, schon wieder rot. Oh Mann, ey. Ah. Ist meine Kamera ist ein bisschen weit rechts. Alles ist langer Schlitten. Normalerweise passt es immer genau, dass der Wagen genau vor meiner Motorhaube verschwindet. Oder also in meiner Motorhaube verschwindet. Aber der Wagen ist so ein langer Schlitten. Ist ein richtiger Mercedes-Benz, Alter. Viel zu lang. Ah, es hört auf zu regnen. Zumindest sieht es so aus. Zumindest geht der Nebel weg. Ah, schon wieder rot, der Boy. Fahr doch, warum fährst du nicht? Holy moly. Oh, schon ist er richtig vorbei.
Ach, wieder schön weite Steppen hier. So muss das sein. Oh, was da vorne? Sehr, sehr cool. Oh, was nach vorne? Ah, Raststätte. Können wir da gleich Folgenpause machen? Das ist gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.